dass deine Hand von einem Schwert kommt und der Zeh einfach von. Reden wir nicht drüber. Kann ich eine Erfrierung magisch heilen? Oder permanente ASP. Also Balsam 7 Punkte eine Wunde wegmachen. Weiß ich nicht, da muss ich Frosty fragen, ob ein permanenter ASP da hilft, weil das ist ja wie Narben. Also wenn dir das ein permanenter ASP wert ist, kannst du den großen C wieder anzaubern. Ansonsten wird Ragnar auf den C verzichten müssen. Wie viel ist der dein C wert? Also ich habe schon viele Sachen mit dem erlebt. Also schon ziemlich. Vor allem eine Meisterentscheidung plus 1 bis 15, also bis zu 15 Punkte für Heilung von Verstümmelungen. Ja, die Erschwernis kommt ja nochmal später, aber. Okay. Du hast recht, da kommen Erschwernisse. Also Geld habe ich zurzeit nicht, um das irgendwie aufzufliegen. Aber ihr werdet auf jeden Fall meine ewig geheilte Dankbarkeit versichert. Ich werde euch jeden Morgen mit dem Zeh wecken. Kannst du den Hals tragen. Gut, mal gucken, wie viele ASP habe ich überhaupt noch. Na, nicht so viele. Wo kommt das denn schon wieder her? Warum fehlen dir die ganzen ASP? Weil ich die ganze Zeit Oculus für 15 ASP zauber. Die ganze Zeit? Du hast einen gezaubert. Drei. Ich habe noch nicht viel regeneriert. Du bist voll, weil du hast die letzten 3 Tage genächtigt. Das war vor 3 Tagen. Na gut, dann habe ich halt... ja gut, lass mich kurz rechnen, wie viel Erschwernis muss ich kriegen. Also ich gebe dir eine plus 8, um den C wieder anzuzaubern. Plus 8, okay. Alternativ würde die Geschwindigkeit von Ragnar sinken. Für verlorene Zehen, Plural, aber wir haben ja noch ein bisschen. Ihr seid, ja, ihr seid ja noch nicht mal im Gebirge, dann können wir später darüber sprechen. Ja, lass mich kurz rechnen. Gut, ja, ihr sitzt wie gesagt alle gerade beim Feuer. Meinetwegen ist Abdudon auch noch dabei. Oder also er nimmt sich da jetzt halt raus, ist mir egal, aber ihr sitzt jetzt wie gesagt gerade alle beim Lagerfeuer und habt dann gerade Ragnar ausgezogen, habt die Kleidung aufgehängt, sodass sie trocknen kann, damit sie hoffentlich morgen wieder trocken ist und funktioniert. Ich bin eben kurz mit Eisenmann durch die Stadt marschiert, um zu gucken, dass er jetzt hier ein paar Socken und ein paar Handschuhe bekommt, was er haben will, und dass ich mir danach eine Taverne suche. Also das habe ich natürlich schon gemacht. Ah, okay, also der Zwerg möchte jetzt auch nachrüsten. Das ist ganz clever. Ja, ich weiß nicht, der Preis ist hier vermutlich höher als überall anders, richtig? Genau, weil in Gareth war noch alles günstig, in Anführungsstrichen. Du kannst mal auf den Preis 50% aufschlagen. Okay. Es ist Winter, die Ressourcen sind knapp, die Soldaten brauchen die Kleidung und da ist dann für Zivilisten ist da gar nicht so viel zu handhaben. Gut, das heißt, also du rüstest dich nach dem Buch aus, mit deiner Kleidung, wie du willst, plus 50%. Und ich suche mir jetzt eine einfache, ja, standesgemäße Taverne, die wirklich so Richtung SO1 bis 4 geht für mich. Ja, gut. Da wirst du dann sicherlich eine ganze Menge an Soldaten finden, die dich dann auch vielleicht vom Schlafen abhalten. Aber naja, gut, du bist eben den Abschaum gewohnt. Hast du ein Kotium natürlich auch. Und das schläft dann, man eben nicht so gut. Ja, genau, richtig. Aber du musst auch nichts regenerieren, von daher alles okay. Wird einfach nur ein bisschen nervig sein, dann stehst du am nächsten Morgen vielleicht ein bisschen mit Kopfschmerzen auf, aber ja. Möchten die anderen noch irgendwas in der Taverne besprechen? Möchten sie den Zauber wirken? Wie sieht's da aus? Ich würde uns hier zuschauen, was Iolaos da macht. Interessiert den schwarzen Zeh so macht. Genau. Hämisch, Torvala ohne Zeh. Nun. Ich arme mir dann mit meinem anderen Fuß im Gesicht rum. So gelenkig, Athletikprobe. Ich fürchte, das sieht sehr schlimm aus. Normalerweise müsste ich diesen Zeh abnehmen. Er ist tot. Ich habe gerade eben noch gesagt, ihr könnt irgendwas machen. Ja, es wird allerdings eine schwierigere Prozedur und es wird einige Zeit dauern und vieles an Kraft kosten. Aber ich glaube, ich kann den Zeh retten. Wird das wehtun? Nun, ich hoffe doch nicht. Grinst. Wobei ich noch nicht versucht habe, eine Erfrierung zu heilen. Es ist nicht viel anders, als wenn man ein wirklich abgeschnittenes, einen abgeschnittenen Finger oder einen abgeschnittenen Zeh heilt. Ja, wirklich wehtun kannst du nicht, ich spüre ihn eh nicht mehr. Noch nicht.
Aber wenn ich nicht sofort etwas tue, würdet ihr dann macht etwas. Wahrscheinlich daran sterben. Ja, dann macht etwas. Jetzt. Schnell. Nun gut. Ja, und dann möchte ich meinen Zauber vorbereiten. Ich ziehe mich um, ich ziehe mein Heilergewand an. Ich werde mir meinen Zauber Zeit lassen. Ich werde ihm 14 Lebenspunkte heilen. Mit der zwei Wunden kriegt entsprechend. Oh, den sah er sehr ungläubig an, nachdem er mir gesagt hat, er muss sich beeilen und dann zieht er seine Robe aus und zieht eine andere Robe an. Und dann, du kriegst dann 8 Punkte erschwendet wegen dem Dranmachen des Cs und dann nochmal, das sind ja 2 Wunden am Fuß, kriegst du nochmal die Erschwendnis davon. Müssten 7 sein, aber lange mich auf die Zahl nicht fest. Ich öffne mal das Buch. Oder du heilst es halt nachträglich. Okay, ich dachte jetzt, ich muss die Wunden heilen, um das wieder ranzumachen, aber wenn ich die Wunden nachträglich heilen kann, dann würde ich das nachträglich machen. Das ist halt ein zweiter Zauber, den du sprechen musst. Ja, gut, das kann ich definitiv machen. Dann wird der erste Zauber 5 ASP kosten, also 5 Lebenspunkte kriegt er. Wird um 8 erschwert. Um 5 erleichtert. Kostet 4 ASP, weil ich eine Ersparnis kriege. Gut. Dann kannst du das Ganze gerne würfeln und ja, wenn ihr noch irgendwas ausspielen wollt, dann könnt ihr das gerne tun, ansonsten springen wir zum nächsten Tag. Ja, und also stehe ich dort, der Zauber dauert jetzt eine ganze Weile. Balsam Salabunde, heile Wunde. Du kriegst 5 LEP und ich bezahle einen permanenten ASP. Ja, ich würde mir das ganze Schauspiel fasziniert ansehen, dann wahrscheinlich zwischendrin mal vor Schmerzen aufschreien, weil so ein auftauender Zeh sich wahrscheinlich nicht sehr gesund anfühlt. Und da würde ich doch hoffen, dass dir das wehtut. Das freut mich. Und dann beim Ausschlagen ab und zu mal aus Versehen aber mir im Gesicht rumtatschen und ihn da weghauen. Und ja. Tja, Torwaller lernen mutig Schmerzen. Vielen Dank, Magister Iulaos. Auf euch kann man sich verlassen. Eigner, du solltest dich am besten aber Erbe mir entschuldigen, was ihn aus Versehen getreten. Ah, nee, das hat sich schon so gehört. Er ist doch derjenige, der das Geld bezahlt hat, um dich zu retten. Hat er? Ja. Hat er, ja. Ja, er hat 5 Goldmünzen, hat er gesagt. 5 Goldmünzen? Und dann wolltet ihr mir nicht die 8 Heller geben, um übers Boot zu kommen. Ich habe euch gerettet. Ich belohne nicht eure Dummheit. Ihr habt mich gerettet und dann wolltet ihr mich draußen vor der Stadt erfrieren lassen, okay. Also ihr seid ganz schön undankbar, wenn ich das mal so sagen darf. Also ich meine, ihr werdet da ertrunken, hat ja nichts gemacht und dann seid ihr noch unzufrieden, dass er euch nicht noch mehr Geld leiht. Nun, man muss es realistisch sehen, hätte mir niemand anderes Geld geliehen, wäre ich dort draußen vor der Stadt vorne erfroren. Er aber überhaupt nichts getan, wärt ihr einfach direkt erfroren und zwar im Fluss, weil ihr ertrunken wärt. Das ist richtig. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich dann auch vor der Stadt nicht ertrunken erfroren wäre. Also hat ihr euch nicht genug gerettet. Richtig. Ihr habt ja ganz schöne Ansprüche. Das stimmt. Ah, bitte redet ein wenig leiser. Ich habe schreckliche Kopfschmerzen jetzt. Ah, solch eine Heilung kostet vieles an Kraft. Brechen wir dann morgen wieder auf oder müssen wir noch hier bleiben? Wir werden natürlich morgen aufbrechen. Gott. Ja, und so könnt ihr noch einen weiteren lustigen Abend bei heißen Getränken verbringen, die euch aufwärmen oder euch peinlich berührt anstarren. Ragnar geht direkt schlafen. Bewegt euren Zeh nicht zu viel und haltet ihn warm. Ja, am nächsten Morgen verlasst ihr die Stadt Werheim durch das nördliche Tor und werdet die nächsten 7 Tage auf der Reichsstraße in Richtung Balio reisen. Immer noch Reichsstraße 2. Hier ist jetzt deutlich weniger los, vor allem weil dann die einen in Richtung Osten oder Westen nach Greifenfurt oder in Richtung der Trollpforte marschieren, wo noch viel Wirtschaft ist. Viele Händler, die dann eben auch bis an Rande der Schwarzen Lande reisen, um da dann eben noch mit ihren Handelswaren zu protzen, um da Geld zu verdienen. Nach Balio, nach Tralop ist deutlich weniger los. Die Ritter begleiten euch weiterhin und
sind auch sehr amüsiert über das Schauspiel, was ihnen gestern geboten worden ist, haben eine deutlich eingeschränkte Meinung von Ragnar, aber das kann ihm, glaube ich, auch egal sein. Ich würde dir ein paar Geschichten zum Besten tragen, hat ja Jarlan vorgeschlagen, und ich erzähle alle Geschichten, in denen Abelmir und Jarlan schlecht ausgesehen haben. Welche wären das denn? Ich kenne nicht viele, aber ich habe zum Beispiel von dem unfähigen Kapitän einer Arche gehört, der von seiner Mannschaft gehasst worden ist. Und dann habe ich noch von einem unfähigen Weißmagier gehört, der sich von dieser besagten Dämonenarche verprügeln lassen hat. Von einfachen Seilen, anstatt sich mit seiner Magie zu schützen. Von Seilen? Ja, das ist ganz schön peinlich. Tja, was soll man von Tobern erwarten? Die wohnen doch so nah bei den Orken. Gut, dann reist ihr, wie gesagt, nach 7 weiteren Tagen in Balio ein. Rundherum könnt ihr noch viele, das sind jetzt keine bestellten Felder, erkennen, sondern eher Weideland mit hohen Gräsern, die jetzt allerdings auch vereist sind. Einige Rinder, die immer noch dort draußen stehen, denen macht dann die Kälte wohl nicht so viel aus, sind da sehr geschützt, und mit ihrem Leder sind sie auch in der Lage, dann die Bevölkerung vor der grimmen Kälte zu schützen, sodass die dann eben immer noch hier draußen im Weidenerland stehen. Und die Rinderbarone, die dann ihr Vieh mal hin, mal her treiben, sodass ihr dann Balio erreicht. Balio selber ist auch eine ziemlich große Stadt. Hier geht es weiter nach Norden, nach Tralop, aber ansonsten ist das Ganze nicht von euch für Relevanz. Ihr müsstet dann hier nämlich die Reichsstraße verlassen und auf den Herzogstraßen weiterreisen in Richtung Osten. Beziehungsweise es geht noch ein bisschen weiter nach Braunsfurt, weil euch ein Fluss in die Quere kommt. Das heißt, ihr müsstet noch nach Braunsfurt weiterreisen und dann abbiegen. Das ist also noch eine kleine Strecke, und dann könntet ihr dann den Sichelstieg bei Saltel dann erreichen. Genau. Irgendwas, was ihr in Balio noch machen möchtet. Ansonsten wird euch abends am Lagerfeuer mal wieder die Geschichte von Isegrain Major und Minor erzählt, der hier das Land befriedet hat. Auch hier gibt es dann mehrere Statuen, die wohl von dem Sieg künden. Was ein bisschen merkwürdig ist, eine Statue von einem Minotauren, wie auch immer der hierher kommt. Es gibt wohl verschiedene Geschichten über einen verhüllten Thulamiden, der hier Isegrain Major unterstützt hat, dessen Namen allerdings keiner mehr kennt. Es gibt Geschichten von Brazorak-Geweihten. Man ist sich nicht ganz sicher. Balio wurde in den dunklen Zeiten mal von Orks überrannt, aber auch vorher soll wohl der Brazorak-Glaube hier schon ziemlich hoch geheißen worden sein. Versteckte Tempel, die hier immer noch irgendwo unter Balio oder neben Balio liegen. Verschiedene Minen, die hier auch entdeckt worden sind, und Geschichten auch vor allem von der Fee Pantlariel und dem Fluss, der dann auch nach ihr benannt worden ist. Auch wenn dann weiter im Norden Tralop ist, wo dann der Neunaugensee dominiert, könnt ihr hier schon die Geschichten von Pantlariel gegen den Neunaugensee hören. Denn hier sind die Feenwesen sehr stark. Ich möchte ganz gerne die neuesten Gerüchte über den Sichelstieg einholen, was man sich so erzählt. Und den einen oder anderen Heller hier mal und da mal für ein Bierchen springen lassen. Also ein paar Kreuzer immer wieder hier und da, um sozusagen Informationen über den Sichelstieg zu bekommen, was so an aktuellsten Informationen, Gerüchten und Wissen darüber vorhanden ist. Ja, wäre das Gassenwissen, oder? Ja, ich würde dir da mal eine Gassenwissen abverlangen plus... Wie viel Silber gibst du? Ich würde jetzt insgesamt mal irgendwie 4 Silber in Kreuzerbeträgen hier und da in immer wieder Bierchen und wie auch immer, oder mal eine Zigarre oder sowas, um die Leute jetzt gerade wollen, an Kleinigkeiten eben da reinbuttern. Ja, dann machen wir eine Gassenwissenprobe. 4 Silber ist eine ganze Menge, da kriegst du eine ganze Menge Bier für. Der Sichelstieg ist zum aktuellen Zeitpunkt weißtorischen Besitz, wobei die Feste auf der gegenüberliegenden Seite immer mal wieder hin und her belagert wird, immer wieder wechselt. Aktuell ist sie zerstört, soll wohl wieder neu aufgebaut werden. Bis dahin soll man wohl relativ bequem noch reisen können.
Eisenrad, so wird hier gesagt. Die wahre Plage der schwarzen Sichel, natürlich dann auch der Drachensteine oder auch der roten Sichel, sind Goblins. Goblinoide Kreaturen, die du ja in Festum schon kennengelernt hast. Allerdings sind sie hier wild und unbeherrscht, erschlagen jeden Reisenden und ziehen ihnen die Kleider aus, verschleppen sie. Es gibt aber noch weitaus finstere Kreaturen. Es wird auch hier von Riesen gesprochen, vier an der Zahl wohl, jeder mit einem eigenen Namen. Es gibt den Drachen, eine Pest, wenn man so sagen möchte. Ein Drache, der sich hier niedergesetzt hat und irgendwo oben in den Purpurbergen sitzt. Und Oger. Und es gibt Oger. Aber die weißtoberischen Ritter halten das Ganze wohl passierbar. Wirklich mehr Kommunikationswege gibt es hier wenig. Weil hier kommt man eben über den Sichelstieg, kommt man mit Wagen durch. Das ist wirklich der große Vorteil. Die anderen Pässe sind einfach dann unbegehbar oder dann durch irgendwelche Höhlen sehr gefährlich. Ich würde mich mal bei den Einheimischen umhören, ob man einen Führer braucht über diesen Pass oder ob der Pass einfach zu bewerkstelligen ist. Einen Führer braucht man nicht. Das ist eine Straße oder ein Weg. Ausgebaut ist es nicht. Es ist auch nicht abgeschirmt mit irgendwelchen Zäunen, die man da gebaut hat. Es gibt wohl auch den einen oder anderen abknickenden Weg, der dann in eine Sackgasse führt, aber ob man da einen Führer braucht? Nein, wohl nicht. Viele okay. Leute haben ihn nicht gemacht, aber das, was man von Reisenden gehört hat, nö, braucht man nicht. Liegt denn viel Schnee auf den Pässen derzeit? Bestimmt. Gerade oben in den Bergen, wenn da der Wind pfeift, dann sinkt wohl die Temperatur weiter und da oben ist es wohl richtig knackig kalt. Die höchsten Gipfel des Gebirges reichen wohl bis zu 2600 Schritt hoch. Das sind also schon ziemlich große, zackige Berge, die euch da dann erwarten. Und auch das ganze Jahr liegt dort dann die Schneekuppen verhüllt. Dunkle Wälder, die Sicheltannen, Rotfichten, Firuzföhren. Abdulon hört wohl auch noch Gerüchte davon, dass die schwarze Sichel... Ja, das hat schon einen Grund, dass da so viele Goblins sitzen. Das war wohl mal eine gefallene Göttin. Gerüchte, genau, ja. Gerüchte. Können wir eine Probe auf Götterkulte? Kannst du gerne tun. Götterkulte-Probe, ich sag mal plus 10. Okay. Plus 10 wirst du dann weiteres Wissen haben oder bekommen, was mit der schwarzen und roten Sichel auf sich hat. Entschuldigung, falsche Ding gerade. Kein Problem. Nö. Ist auch geheimes Wissen. Was tun die anderen in der Zeit? Weiterziehen? Wollt ihr irgendwelche anderen Informationen noch einholen? Interessiert euch das alles nicht? Wie das Wetter da oben so in letzter Zeit war? Windig. Windig. Schnee? Viel? Immer Schnee. Ja, im Vergleich zu sonst. Also im Vergleich zu anderen Jahren. Es gab wohl dieses Jahr relativ wenig Einstürze von Felsen oder sowas, von daher... Nee, alles gut. Also man kommt da wohl auch mit Wagen vorbei. Aber ihr habt ja keine Wagen mehr. Ich schaue die anderen mal an. Wollte ich auch noch eine Schneebrille kaufen? Bei dem Händler, bei dem ich war, der hat gesagt, das wäre wichtig. Eine was? Die Schneebrille. Was ist das denn? Zeigt dir vermutlich, das ist vermutlich eher so ein Stofftuch, richtig? Durch das man halt so halbwegs durchgucken kann. Was macht dieses Stofftuch? Ja, dann weht's dir nicht so in die Augen, hat er gesagt. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, aber der klang sehr überzeugend. Hat wohl wichtig zu sein. Wenn so etwas wichtig ist, sollten wir uns so etwas wahrscheinlich besorgen. Was will er denn dafür haben? Sicher, dass er euch keinen Humbug aufdrehen will? Ich meine, ihr seid ja sonst nicht draußen. Wer weiß, was der euch erzählt hat? Das war nicht teuer. Aber Zwerge wohnen doch in den Bergen, da ist doch auch mal kalt. Was macht ihr denn, um da warm zu bleiben? Bei uns im Schacht ist ja nicht kalt. Ihr geht doch irgendwie bestimmt wieder raus, oder nicht? Wenn ihr mal irgendwie eine neue Mine oder so sucht. Oder sucht ihr die Untertage? Ja, aber wir von den Erzwergen, wir bleiben doch in Zorlosch. Ja. Ja, also das ist Zorlosch nicht auch in den Bergen? Ja, natürlich, aber bei uns, da ist es nie kalt. Mal frisch, natürlich, im falschen Schacht, aber doch nicht kalt. Aber wenn ihr da aus Zorlosch rausgegangen seid und das seid ihr irgendwie, war es dann draußen nicht kalt? Ja, stimmt natürlich. Aber ich habe meine Winterkleidung auf dem Weg leider verloren. Unglücklich.
Naja, jetzt muss ich hier mit diesem Pelzfäustling vorlieb nehmen. Bisschen groß, aber geht noch. Ihr solltet euch vielleicht vernünftige Stiefel besorgen. Gefütterte. Ja, hier. Und er zeigt dir seine neuen Stiefel. Hier. Sind die gefüttert? Scheiße teuer. Damals wurde das noch alles von der Akademie gestellt. Gute Zeit. Ah, verstehe. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr auch so eine Schneebrille wollt, aber der Mann war sehr überzeugt davon. Und für 3 Heller kann es wohl kaum schaden, nicht wahr? Wahrlich nicht, nein. Naja, manche von hier springen dafür in den Fluss. Also. Bitte nicht noch einmal, das hat... ich habe mich immer noch nicht davon erholt. Ich denke, ich habe meine Lektion gelernt, ja. Ich habe aber eine Frage an den Spielleiter, und zwar habe ich einen einfach nur normalen W6 regeneriert, oder wie funktioniert das während der 7 Tage? Ja, ihr schlaft in normalen Gasthäusern vermutlich. Wenn du bei den anderen mit im, ja, in der Schenke, in der Taverne schlafen willst, dann ist das einfach nur ein W6, genau. Du hattest ja vorher noch Lebenspunkte bekommen von Iolaus und ansonsten 1v6. Ausdauer ist natürlich wieder voll. Ich möchte natürlich während der Reise dann endlich mal meinen Zauberspeicher auffüllen. Nach und nach. Dein Zauberspeicher auffüllen? Irgendwelche Zauber, die genau. Du reinsprichst? Ich erstelle gerade eine Liste, die kann ich dir gerne gleich geben. Genau. Möchtest du, dass ich alle davon einzeln auswürfel, oder soll ich dir gleich eine Berechnung geben? Die würfeln wir dann aus, wenn es soweit ist. Sehr schön. Aber du musst mir vorher ansagen, welche ASP du hier reinsprichst. Ja, mach ich. Oh, hier schreibe ich gerade zusammen. Ragnar humpelt weiterhin. Ich würde mir gerne eine Kohlefalle besorgen, die man auch früher in Kutschen hatte, wo man so kleine Kohlen reinpackt, die glühen und die man so transportieren kann sozusagen. Die man auch unter das Bett schieben kann oder so? Ja, die mal so in Kutschen halt hat, um die Temperatur ein bisschen anzuheben und dann so dazu passende Kohlen, so ein mini kleines Deckchen halt, so eine Handvoll Kohlen halt. Wie seid ihr denn ausgerüstet? Habt ihr Zelte dabei oder wie sieht das aus bei euch? Also ich habe ein 2-Personen-Zelt. 2-Personen-Zelt? Dann haben wir noch ein 2-Personen-Zelt? Winterzelt auf jeden Fall. Also aus Leder. Ich habe ein 1-Personen-Zelt. Okay. Wo kann man denn 1-Personen-Zelte kaufen? Indem man das Gewicht, den Preis vom 1-Personen-Zelt, nur das Gewicht halbiert, aber nicht den Preis halbiert vom 1-Personen-2-Personen-Zelt. Nun, ich habe nur einen Schlafsack, ich kann nicht auch noch ein Zelt mitschleppen, leider. Ich schlaf bei Abel mit meinem Freund mit im Zelt. Du forderst dein Glück heraus, oder? Also mir fällt auch gerade auf, wir beiden Zwergen haben auch kein Zelt, wir brauchen auf jeden Fall noch eine 1. Bisher ging es ja ohne. Nun, werter Herr Magus Abelmir, wenn ihr nicht mit mir in einem Zelt schlafen wollt, dann könntet ihr mir vielleicht ein Zelt kaufen. Die werten Zwerge haben auch kein Zelt dabei. Ihr schuldet mir schon 5 Goldstücke. Oh, nun gut. Hier habt ihr 5 Gold und besorgt euch, was ihr braucht. Ja, wunderbar, vielen Dank. Sag mal, Ragnar, mir wurde zugetragen, dass du konnte ich auch mal ein paar Aktien oder sowas verkauft hast. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber mir wurde gesagt, du bist ein reicher Mann. Eine Lüge. Ich weiß nicht, wer dir das erzählt hat, aber das haben dir falsche Zungen erzählt. Ich habe das Jalan vorhin auch schnappen gehört. Wir hatten uns auf der Reise ein bisschen unterhalten und da sagt er, du bist wohl reich. Ja, Jalan redet viel, wenn er dem guten Wein zugesprochen hat. Er war es seit vorgestern alle. Ich bin auf jeden Fall kein reicher Mensch. Ich würde sagen, ich bin mittelträchtig bestellt. Ich habe nicht zu viel und ich habe nicht zu wenig. Allerdings habe ich doch deutlich zu wenig, seitdem ich ein paar Verlustgeschäfte in den letzten 7 Tagen hinnehmen musste. So könnte man es wohl ausdrücken. Nun, wie viele Personen sind wir? Also bräuchten wir 7 Personen, entsprechend 4 Zelte, oder? Wir haben doch schon ein paar Zelte. Ömer hat 1, Jalan hatte 1. Ich hatte 1 für eine Person, das ist genau. Also nicht so, da kann keiner mit rein. Ja, also ich nehme auch an, dass bei den anderen niemand mit reinkommt, deswegen... Wenn mein Gäste Abel mir wünscht, in meinem Zelt zu nächtigen, sei dies natürlich... Er hat selber ein Zelt. Torosch, ich weiß, du bist der Anführer, aber möglich mehr tragen kann ich nicht, wenn du mir jetzt noch ein Zelt auf den Rücken spannst, das geht leider nicht. Ja, dann muss ich halt die Hälfte von dem Zelt tragen und du die Hälfte. Du hast es, wie gesagt, ich trage doch den anderen Teil deiner Ausrüstung, ich weiß, ich bin dafür da, dass ich das tragen muss, aber dann... Gegen eine kleine Aktiengebühr können wir auch den Grauesel ein wenig mit euren Zelten bepacken.
Was tragen denn deine graue Esel noch? Ein paar Sachen. Ja, eigentlich ein ganz größtenteils einen wunderschönen Wein, den ihr gerne mal probieren dürft. Du kannst doch den Wein doch Abelmehl geben als Ausgleich, oder wie? Wenn er möchte. Wenn er in Naturalien ausgezahlt werden möchte. Ich bevorzuge. Ich kann euch auch annehmen. Meinen Holzbecher habe ich leider auch verloren. Ich könnte euch ausschenken, wenn ihr den Mund aufmacht. Nein, ich bevorzuge Gold. Ihr müsst es mir nicht gleich zurückbezahlen. Wenn wir in Gar zurückkommen, reicht es völlig aus, wenn ihr mir das Geld zurückgebt. Aber mir nehmt doch einen Becher von dem guten Wein, wenn ihr sagt, er hat guten Wein dabei. Ich traue diesem Wein nicht. Also, er sieht schon so merkwürdig aus. Schaut euch doch mal die Etikette an. Ich habe den Wein doch nicht gesehen. Der liegt doch schön verpackt und sicher so, okay. In meinen Eseltaschen. Also wenn ihr möchtet, kann ich euch ein wenig was einschenken. Nein, danke. Das würde dann natürlich ein wenig gegen die 5 Dukaten verrechnet werden. 10 Dukaten schuldet mir inzwischen. 10? Wie? Ihr schuldet mir 5 Dukaten für die Rettung und 5 Dukaten, die ich euch gerade eben geborgt habe. Ach so. Das rechnet ihr mir auch um. Ich dachte, wir wären Freunde, Abel mir. Und du siehst eine Träne in Ragnars Augen. Ihr seid ganz schön dreist. Du siehst eine Träne in Ragnars Augen und er geht dann zusammen mit den Leuten, die noch Zelte brauchen, davon und klagt allen das Leid, dass Abel mir nicht sein Freund ist.